Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lightning LP. Ja, wir befinden uns wieder an einem Donnerstag auf dem Weg nach Düsseldorf. Sicher, ihr erratet es schon, zu Mike und Nabil. Ja, und heute ist ja den ganzen Tag Castlevania angesagt. Das einzige Spiel auf deren Kanal, was mir persönlich absolut gar nicht zusagt. Und ich sag mal so an dieser Stelle, ich hasse dich, Nabil. Ich hasse dich wie die Pest. Wir hätten so schön Final Fantasy aufnehmen können. Aber nein. Ja, dann kommen wir direkt mal zu Punkt 2. Denn Punkt 2 ist ja, dass es seit genau, ja, knapp jetzt mittlerweile 24 Stunden Yu-Gi-Oh! Millennium Duels für die PlayStation 3 und Xbox 360 offiziell erhältlich ist. Und da findet ihr natürlich auch ein Video auf meinem Kanal, also schaut da gerne mal vorbei. Da könnt ihr euch das ganze Spiel mal ein bisschen ansehen. Leider war das nicht so meine Runde, denn mit den Anfangskarten, naja. Also ich sag mal so, etwa kauft man sich die Kartenpakete, so wie ich das gemacht habe. Oder man spielt die Story mit dem Anfangsdeck. Ja, und baut sich dann auf, weil ich sag mal so, die Karten können nicht mehr als das, was ja damals unsere Karten konnten. Die Karten sind echt sehr, sehr üppig und platt gelegt, sag ich mal so. Ja, 85 DLC-Packs gibt es für das Spiel. Jedes DLC-Pack kostet zwischen 1,49 € und 1,99 €. Also schaut doch da auch mal im Store vorbei. Das Einzige, was ich da negativieren muss, ist, dass nicht angezeigt wird bzw. reingeschrieben wird, was für Karten da drin sind. Das ist ein bisschen schade, da steht einfach nur Kartenpack XY 1, 2, 3 bis 17 oder 18 und in diesem Kartenpack steht dann als Information, damit können Sie Ihr Duelldeck verstärken. Na toll. Das war alles, 720p, bla bla bla. Also, finde ich ein bisschen schade, das hätten sie ein bisschen ändern sollen. Dann gibt es natürlich auch noch hoffentlich bald ein paar Updates für dieses Spiel, beziehungsweise Patches. Denn dieses Spiel ist noch ziemlich verbuggt. Alleine was angeht Synchrobeschwörungen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja durch gewisse Möglichkeiten mir alle 85 DLCs mal runtergeladen. Und habe jetzt freien Zugriff auf knapp 6000 Karten oder was das ist. Ich kann es nicht genau beurteilen, wie viele Karten es sind. Ich habe sie nicht gezählt. Ich habe auch nicht direkt nachgeguckt. Jetzt schallt es ein bisschen. Wir sehen uns gleich. So, aus dem Tunnel wieder raus durch den Schall. Geht es jetzt weiter? Also wie gesagt, ich habe nicht ganz nachgeschaut, wie viele Karten es insgesamt sind. Ich glaube, wir haben 6000 oder so. Oder 5000, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich danach nochmal eine Runde gespielt mit meinem erstellten Deck und ja, wie gesagt, falls ihr natürlich mal Bock habt gegen mich zu spielen, einfach unten in der Videobeschreibung reinschauen, da findet ihr meinen PSN Gamer Tag, der für die Community da ist und ich sag mal so, hier sehr schön, das alte Wasserwerk von Rating am Ostbahnhof, so. Ja, könnt gerne mal vorbeischauen und mir eine Freundschaftsanfrage schicken, falls ihr mal Interesse habt, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Falls nicht, auch nicht schlimm. Dennoch, wie gesagt, die Synchro-Beschwörungen sind absolut total fail. Denn, ich sage mal, ein Grümpelkrieger kann ich aus einem 5-Sterne, durch eine 5-Sterne-Synchro-Beschwörung beschwören. Das heißt, ich rufe Gesimpel, synchronisiere aufs Feld und stimme den dann auf, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß 2 Sterne oder mehr Sternenmonster ein, was nicht vom Typ Empfänger ist, um Gerümpelkrieger zu holen. Nein, das Spiel hat nichts anderes zu tun, außer man muss genau die Anzahl der Sterne haben. Das ist totaler Scheiß. Ich gebe ja auch schließlich, wenn ich... Das ist total bescheuert. Das ist ja auch bei Tributbeschwörung. Ja, wenn ich ein 5- und 6-Sterne-Monster habe, opfer ich trotzdem nur eins. Was soll das denn? Also das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie verbessern können. Ja, und sonst würde ich sagen, eigentlich schaut gerne mal auf dem Video vorbei, schaut es euch
selber mal ein bisschen an. Die Zeitverzögerung ist natürlich auch ein bisschen drin. Das heißt, man wird jedes Mal, wenn man eine Speed-Spell auf der Hand hat, gefragt, ob man die aktivieren will. Das ist ein bisschen sehr nervig, aber das könnt ihr dann im Video sehen. Das werde ich da auch nochmal ganz klar kommentieren. Das Ganze habe ich erspielt mit Sebastian Kacke mit Eier. Sein Link ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung zu finden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Mike oder Nabi oder wie auch immer. Haut rein, ciao. Ja, und wir sind wieder bei mir zu Hause und wir stecken gleich auch direkt wieder in Verarbeitung. Leider habe ich heute zum Louis TV Day nicht bei den beiden aufgenommen, aber dafür findet ihr ein Bild auf Instagram. Schaut das mal euch an, das ist eigentlich sehr witzig und sagt auch sehr, sehr viel aus, alleine wie das Bild bestückt ist. Und ihr könnt ja eure eigene Meinung dazu mal unten in die Kommentare schreiben zu dem Bild. Ja, hier habe ich euch nochmal eben kurz mit meinem Essen gequält, was ich da denn am Mampfen bin. Aber das ist ein bisschen unwichtig, finde ich persönlich. Denn es geht hauptsächlich darum, was jetzt noch passiert an diesem Louis TV Day. Da ich ja selber, wie ich vorhin am Anfang des Videos schon erwähnt habe, nicht bei Mike und Nabil filmen konnte, da viel echt an Diskussionen draufgegangen ist. Und wir haben wirklich fast 3 Stunden einfach nur sinnlos diskutiert. Dementsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem angehangten Hunger Game Gameplay, was ich gerade erst erspielt habe. Also viel Spaß und da werdet ihr echt einiges sehen. Also schaut es euch selber an. Bis gleich. Haut rein und ciao. So, an dieser Stelle herzlich willkommen zurück. Jetzt in-game Minecraft. Und ja, wir spielen Hunger Games auf dem Server hungergames-hg.de. Der Server ist ein Server aus Frankfurt und spezialisiert sich wirklich nur auf Hunger Games, also beziehungsweise Survival Games. Hunger Games sind ja so ein bisschen oldschool. Aber es hat echt super viel Spaß gemacht. Es war eine sehr witzige und aufschlussreiche Runde. Und ja, ich werde hier jetzt einmal ein bisschen die Speed Motion reinknüppeln. Denn da kriegt ihr einfach viel mehr mit. Und ja, hier habe ich mir erstmal ein bisschen das Standard-Equip gemacht. Das heißt, sprich, kurz eine Holzhacke, ein bisschen Stein. Das heißt, ich habe mir ein Steinschwert noch gecraftet und eine Steinspitzhacke. Ich habe die Klasse, der ganze Server basiert auf Klassen, die man sich da auswählen kann. Das finde ich eigentlich sehr cool. Und ich habe vergessen, eine Klasse auszuwählen. Das war auch echt. Dieser Nick Smart, der war echt ein netter Kumpane und genau wie der Andy. Und wo ist Lightning? Sieht man gerade schon im Chat. Und ich einfach nur voll trocken hier. Was man dazu sagen soll, die meisten oder wohl gar keiner von denen hat mit einer Minimap gespielt. Da bin ich der einzige Noob von aus diesem Server, beziehungsweise aus dieser Runde. Und ja, irgendwie erstmal noch ein bisschen bei der Steinhacke gefailt. Aber das Beste kommt ja noch, denn ich habe die ganze Aufnahme so ein bisschen gefailt. Und das werdet ihr aber gleich sehen. Ich werde gleich nochmal ein bisschen Speed Motion reinklöppeln. Denn da kommen gleich noch einige Szenen, die ich auf jeden Fall schnell muss. Ich habe da erstmal gedacht, warum bleiben die denn da? Immer noch gerade mal 45 Sekunden und die stehen alle auf einer Stelle. Ja, in meinem Team war der Andy, Nick Smart und ich glaube Don irgendwas. Ich bin mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Wir waren ein Viererteam, das weiß ich am Anfang noch. Aber das hat sich dann ganz schnell erledigt. Und ich wusste ganz genau, wo die beiden waren. Ich habe mich ja durch meine Geistklasse, das ist so eine DLC-Klasse, die man sich freikaufen muss für, ich glaube, 5 Euro oder 6 Euro. Aber ich habe alle Klassen damals mir geholt für 40 Euro auf dem Server. Das war im Jahr 2009. Also echt schon sehr, sehr früh im Spiel, schon sehr, sehr lange auf diesem Server. Der Server wurde immer wieder auf die neuen Versionen angepasst. Da dachte ich echt, ich hätte einen Kill gemacht und dann, oh, der Andy, den will ich gar nicht töten, das ist mein eigenes Teammate. Dann sehe ich gerade mal, scheiße, ich habe gar keinen davon den beiden gekillt. Habe ich mir gedacht, alles klar, da hast du schon was in der Hinterhand, denn Lightning ist kein
Spieler, mit dem man Hunger Games spielen sollte oder zumindest mir vertrauen sollte. Ich sag mal so, wenn ich mit jemandem spiele, den ich private kenne, klar, da könnt ihr mit mir spielen, da würde ich euch niemals in den Rücken fallen. Aber wer schon mal auf meinem Kanal vorbeigeschaut hat, der weiß ganz klar, ich komme immer von hinten. Also ich bin Assi und ja, es ist ja auch nichts Verbotenes, wenn ich sage, ich mache ein Team, ja, traue niemanden bei Hunger Games. Ich vertraue noch nicht mal mir selbst, also dementsprechend, ja, hier, da ist wieder der wurde auch gar nicht besser. Also ich habe mir auch gedacht, alles klar, die beiden Jungs kriegen das noch auf Kette. Aber irgendwie war es nicht so der Fall, dann sind wir irgendwie gleich farmen gegangen. Leider muss ich dazu sagen, ist mir dann die Aufnahme abgekackt, weil ich das erste Mal mit Bandicam überhaupt aufgenommen habe. Fand ich ein bisschen schade, ich hätte gerne diese PvP-Szene drin gehabt, aber irgendwie wurde das leider nichts. Und trotz Fast Motion, ja, ist das alles nichts geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Hier sieht man das auch nochmal ganz klar. Da war ich noch am Überlegen, diskutiere ich jetzt mit denen? Und da habe ich, glaube ich, gar nichts nämlich mehr geschrieben. Ich weiß gar nicht, was ich da genau gemacht habe an dieser Stelle. War ein bisschen fail, weil ich dann nicht weiter aufgenommen habe. Woran es lag, weiß ich nicht. Deshalb würde ich mal sagen, ja, müssen wir das Ganze an der mal eben ein Bild wieder rein. Auf die Framegröße skalieren natürlich. So sollte das natürlich sein. Da kriegt ihr jetzt nochmal genau dieselbe Szene. Aber es geht ja nicht darum, ob die Szene jetzt gut war. Viel Spaß hat diese Folge gemacht. Und hier gibt es natürlich einige Sachen zu cutten. Und hier ist natürlich erstmal wieder aufgefallen, oh, vielleicht aktiviere ich doch mal die Aufnahme wieder. Leider sind da schon zwei Kills, die ich echt ganz, ganz wirklich richtig ekelhaft hinterfotzig begangen habe, nicht mit aufgenommen wurden, denn am Festmahl, ich kann euch die Situation erklären, wir waren zu dritt nur noch am Festmahl und ich nichts Besseres zu tun, außer ja, einem der Spieler dann zu schreiben, nachdem das Festmahl kam. Wir haben noch einen sogar getötet, also ich habe einen getötet. Das war so, da war die ganze Zeit ein Spieler. Und da ich ja Geist bin, ich habe ihn auch gesehen. Ich habe jetzt gesagt, alles klar, Jungs, wir drei, ja, alle für einen und so. Und ja, jeder sollte sich den Rücken halt schützen. Und dann kam uns schon irgend so ein Typi mit Eisenrüstung entgegen. Und ich habe einfach nur meinen Speedtrank getrunken, bin auf ihn zugerannt. Und kurz bevor er mich das erste Mal geschlagen hat, habe ich mich unsichtbar gemacht und bin einen Schritt nach links ausgewichen. Das hättet ihr echt sehen müssen, das sah so epic fail geil aus und er guckte sich nur um, rennt wie so ein Bescheuerten im Kreis, weil er dachte, hä, wo ist der disconnected oder was, nee, am Arsch ist. Ich stand dann mittlerweile hinter ihm, man hat ja wirklich auch nur 5 Sekunden Zeit. Ja, und dann habe ich mir ganz genüsslich erstmal ihn geschnetzelt und habe mir dann seine Eisenrüstung gesneakt und ein paar Speedtränke und so weiter und so fort halt. Ja, und dann habe ich mit meinen Jungs da bestimmt noch 2 Minuten auf der Plattform halt rumgegammelt. Und ja, nachdem ich dann irgendwann die Schnauze voll hatte und gemerkt habe, okay, wir sind nur noch wir drei und noch eine, die jetzt auch gerade in der jetzigen Frequenz da geschrieben hat mit Fuck haha und so, da werde ich gleich noch drauf zukommen. Ja, habe ich dann einem der beiden geschrieben, dem Nick, glaube ich, dass wir den anderen killen. Weil ich habe dann gesagt, hier, da sieht man es auch nochmal, wurde gekillt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, drückt mal auf Pause, da steht es schon wieder, dass ich die beiden gekillt habe. Ja, das war ein bisschen hinterfotzig, weil ich habe dann einfach auch wieder meinen Zauberstab aktiviert. Bei dem anderen war es ein bisschen länger, da musste ich ein bisschen wegrennen, weil er mich dann beinahe fast gekillt hat. Er hat mich dann hinterfotzig fast beinahe umgebracht, da hatte ich echt nur noch ein Herz oder ein halbes Herz wirklich. Das war schon echt ganz witzig. Ja, und zu dem Chatverlauf, den ihr jetzt da beobachten könnt, muss ich natürlich sagen, ich glaube, beide Seiten waren so ein bisschen angespannt. Das heißt, dieser Lienio oder wie der Typ hieß, und ich waren sehr angespannt und haben da dann jetzt ein bisschen auch den Frust rausgelassen. Das werdet ihr gleich noch sehen. Dass, dann komme ich mit Argumentation, dass ich aufnehme und dass ich kein 0815er YouTuber bin, aber
Da komme ich jetzt mal schnell eben zu. Nachdem dann das Ganze auch vorbei war und ich auf dem ersten Platz das Gameplay dann beendet habe, habe ich eine Nachricht bekommen auf YouTube, die ich jetzt mal eben einblenden werde. Hey, du kennst mich von den Hunger Games, welches du gerade aufgenommen hast. Herz oder was auch immer das für ein Smiley sein soll. Ich weiß ja nicht, wie weit du aufgenommen hast, aber wenn der Teil in der Lobby noch drin ist, willst du das dann drin lassen? Natürlich werde ich das drin lassen. Fühl mich voll doof, weil ich sonst missgeschrieben habe. Hatte einfach nur totale Langeweile. Wäre schön mit dir zu spielen. Ich freue mich schon, das Let's Play morgen anzuschauen. Liebe Grüße, Lilimo? Ach, Lilimo. Lö. Ja, das war so eine kleine Entschuldigung, die danach direkt kam, weil in der Lobby es noch ein bisschen abging. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch mit drauf gehabt. Ich glaube, ich habe das jetzt auch im Video ein bisschen geschnitten. Und auf jeden Fall war das Ganze sehr amüsant. Es hat ein bisschen auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder so etwas Abwechslung, ganz ehrlich, in Minecraft reinzukriegen. Denn es ist ja auch ein bisschen langweilig, immer dasselbe zu sehen. Und da trotzdem danke für die ehrlichen Worte. Auch ich würde auch anders reagieren. Also ich würde auch doof reagieren, wenn jemand darauf kommt, ey, ich bin am Aufnehmen, ey, Alter. Finde ich ein bisschen lächerlich. Ist klar eine blöde Masche, aber naja. Ich hätte eigentlich auch das Gameplay gewonnen, da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen von mir selbst überzeugt sein. Nicht, weil ich so OP ausgerüstet bin, sondern ich habe gewonnen eigentlich sogar. Ich habe sogar am Ende gewonnen, aber ich hätte durch einen Kill gewinnen können. Leider war die Zeit abgelaufen, da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Denn ich habe ja Strings durch die Spinnen jetzt hier in der Nacht zusammengesammelt, habe mir am nächsten Morgen einen Bogen gecraftet und das war halt mein Fehler, denn man hatte halt nur einen Tag sozusagen in Minecraft-Zeit, um halt die Hunger Games ja zu bestehen, was echt ein bisschen bescheuert ist eigentlich, dass man da nicht irgendwie dann noch ein Deathmatch gemacht hätte oder sonst was. Dann habe ich mich ja hochgebaut und ich wusste ganz genau, dass sie, es ist übrigens eine sie, warum ich immer ein Glück habe, da auf Mädels zu treffen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht liegt es an mir, dass ich wie so ein Frauenmagnet bin. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. War gerade ein bisschen lächerlich, aber naja. An dieser Stelle wollte ich mich dann hochbauen, weil ich wusste ganz genau, sie hatte keinen Bogen und wie soll sie denn bitte schön an mich drankommen ohne Bogen? Hab mir extra, das sieht man nicht mehr, hab mir extra auf, ich glaube, 7 Blöcke Entfernung dann am Ende auch noch einen Turm hochgebaut und wollte ihr einfach nur einen Pfeil reindrücken, dann wäre sie nämlich tot gewesen, weil sie war auf, ich glaube, ja, maximaler Bauhöhe und der Fallschaden, ja, das wäre es gewesen. Sieg für mich an dieser Stelle. Leider hat die Zeit nicht ganz ausgereicht. Schade, schade eigentlich an dieser Stelle. Und war trotzdem eine sehr spannende Runde, auch wenn ich echt nur hinterfotzige Kills gemacht habe. Aber ich sag mal so, hallo für ein gutes Gameplay, wer macht das nicht, ja? Wer tritt seinen eigenen Kollegen nicht in den Rücken? Ich würde bei Nabil auch sagen, hey, hör mal, hey, Nabil, komm mal her, komm mal, ja, komm, näher, 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 ja, noch ein Stück. Patz kriegt er auf die Schnauze, weil es gibt einen Punkt, jetzt müsste ich eigentlich eine Facecam einblenden, ja, weil ihr meinen Gesichtsausdruck und meine Gestikulation sehen solltet, aber das werde ich nicht machen. Es gibt da einen einzigen Grund, denn ich bin der PvP-King, kein anderer. So, also an dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall wieder für die ganzen Dislikes und Hater-Kommentare, die jetzt irgendwann gleich auf dieses Video generiert werden. Tja, Freunde, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, macht das gerne. Also, ich sag mal so, danke fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, Lightning kommentiert den absoluten Schwachsinn. Und ja, dann sollten wir uns ab nächster Woche ganz normal wieder in Final Fantasy auch wiedersehen. Am Sonntag wird noch eine kleine Überraschung kommen. Und dann startet ja auch jetzt schon ab, lasst mich mal kurz überlegen, ab dem 1. Mai das neue Projekt mit Nabil. Welches ist immer noch nicht raus, das habe ich euch immer noch nicht gesagt, denn, ja, da gibt es so einen kleinen Punkt, kann man das so nennen,
denn wir sind noch nicht ganz fertig mit der ganzen Planung. Also mit der Planung sind wir fertig, aber die Umsetzung ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Ich sag mal so, es geht um ein Pixel-Game, was ja, ich häufiger gespielt habe. Navi so ein bisschen, er ist zwar der Random, aber ich sag mal, für die Leute, die Instagram bei mir verfolgen, wissen, wovon ich rede, denn da gab es ein witziges Video. Ich sage nur, Navi muss sich konzentrieren. Also für die Leute, die es gefunden haben, könnt es gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, das ist euch völlig erlaubt, da könnt ihr gerne spoilern. So, hier habe ich mir nämlich die Workbench gemacht und schnell im Bogen. Also da seht ihr, ich war ja nicht blöd und konnte da dementsprechend nachdenken. Leider hat das Ganze nicht so ganz gereicht, aber naja, ich sag mal so, komm, Zombie holt noch mir mein Steinschwert weg. Ich würde sagen, das war's jetzt, weil wir sind bei 20 Minuten, das wird zu lange. Und ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal, haut da rein, euer Lightning RP und ciao.